Ja, hallo. Mein Name ist Ortrun Gröblinger und ich bin Abteilungsleiterin im Bereich Neue Medien und Lerntechnologien auf der Universität Innsbruck. Und ich darf euch heute ein bisschen was erzählen zum Thema Mobile Learning, meine Praxiserfahrungen dazu und ja, was es so alles gibt. Gesprochen kann man dann von Mobile Learning reden, wenn man mit seinem Endgerät, mit seinem mobilen Endgerät arbeitet, also mit dem Mobiltelefon, mit dem Laptop oder mit einem Tablet und nicht darauf angewiesen ist, dass man direkt an einem Kabel dran hängt, also weder an Strom braucht zu dem Zeitpunkt, noch dass man direkt verbunden ist mit dem Telefonnetzwerk über ein Kabel. Und insofern kann man auch sagen, dass Mobile Learning erst interessant geworden ist zu dem Zeitpunkt, als WLAN wirklich flächendeckend zur Verfügung gestanden ist an den Hochschulen. Wobei theoretisch hat man sich natürlich schon früher mit dem Begriff auseinandergesetzt. Also der Begriff war vor allem in Österreich und Deutschland so 2008, 2009 ganz populär. Auf einer theoretischen Ebene hat man sich auch vorher schon damit auseinandergesetzt. Und das klassische Beispiel, von dem man immer gesprochen hat, wenn man damals vom Thema Mobile Learning gesprochen hat, das war so das: Ich warte auf den Bus und möchte noch schnell etwas lernen. In Wahrheit waren das auch die ersten Anwendungen, die damals entwickelt worden sind für den Bereich Mobile Learning. Also man hat Vokabeltrainer gehabt oder irgendwelche Lernkarten, auf die man kurz zugreifen konnte. Und diese Art von Anwendung, also dieses Anwendungsszenario, zeigt auch sehr gut den Zugang zu diesem Mobile Learning. Mobile Learning ist eine Erweiterung zum Thema E-Learning, war als solche gedacht, aber nicht als Ablöse vom ganzen Thema E-Learning und hat den Fokus sehr stark auf die Materialentwicklung gehabt. Also das Material so aufbereiten, dass es möglichst kleine Happen sind, auf die man jederzeit zugreifen kann. Und die Systeme mussten sich merken, wo man gerade war. Weil, wenn eben der Bus gekommen ist, man ist eingestiegen, dass man den Lernvorgang unterbrochen hat und zum späteren Zeitpunkt dann wieder weitermachen konnte damit. Universität Innsbruck haben wir seit 2005 eine offizielle E-Learning-Strategie. Damals war das Thema Mobile Learning schon mitgedacht, allerdings noch kein explizites Thema. Was auch damit zusammenhängt, dass erst 2004, ungefähr 2004, das erste Mobiltelefon auf den Markt gekommen ist mit einer ordentlichen Kamera drauf. Also dieser Schritt vom ganz normalen Mobiltelefon in einer großen Ausführung, mit dem man SMS schreiben konnte und telefonieren konnte, hin zu einem Mobilgerät, wie wir es heute kennen, der war schon sehr wichtig für den ganzen Bereich Mobile Learning. Es hat dann aber noch einige Jahre gedauert, also so ungefähr 2010, 2011 herum, bis man sagen konnte, dass wirklich die meisten Studierenden auch ein eigenes Mobiltelefon besitzen oder ein vergleichbares Endgerät, das sie dann für Lehr- und Lernzwecke eingesetzt haben. Fürs Studium eingesetzt haben. Zu dem Zeitpunkt, also 2010 und 2011 herum, wurde dann lang darüber gesprochen, ob es überhaupt zumutbar ist, dass die Studierenden die eigenen Endgeräte verwenden, um sie fürs Lernen zu benutzen oder ob man sie verpflichten kann, ihre eigenen Endgeräte für die Lehre zu benutzen. Dieses ganze Thema Bring Your Own Device war sehr kontrovers in der Diskussion. Auch kontrovers, weil es natürlich mit Sicherheitsrisiken verbunden war für die Institution, dass solche Geräte ins Haus gebracht worden sind und auch nicht klar war, wer übernimmt die Wartung der Geräte, recht unterschiedliche Betriebssysteme vorhanden waren und so weiter. Also technisch recht anspruchsvoll, das Ganze dann auch wirklich zu nutzen. Diese Diskussion ist Gott sei Dank ein bisschen abgelöst worden durch den Umstand, dass das WLAN immer besser ausgebaut worden ist. Also WLAN-Ausbau ist nach wie vor ein Thema, wenn es um Mobile Learning geht, meiner Meinung nach eines der wichtigsten Themen. Aber gerade im Bereich der Hochschulen haben wir jetzt schon sehr gute Anbindungen an WLAN-Netze. Was meistens bedeutet, dass die Datenübertragungen weitestgehend kostenfrei oder zumindest sehr kostengünstig geworden sind, auch für die Studierenden, und jetzt über das Thema der Kosten nicht mehr diskutiert wird.
Und man sieht ein ganz schönes Beispiel an der Uni Innsbruck, das jetzt gerade, also im Wintersemester 2015 aktuell geworden ist. Wir haben ein Audience Response System an der Universität eingeführt, wo es darum geht, wie bei einer Game Show, bei Fragen direkt abzustimmen im Hörsaal. Und im Zuge der Einführung wurde auch eine kleine Umfrage unter den Studierenden gemacht, mit der Frage, ob die Verwendung ihres mobilen Endgeräts für sie ein Problem darstellt im Unterricht oder nicht. Und die Frage wurde von immerhin 73% so beantwortet, dass sie gesagt haben, das stellt überhaupt kein Problem dar, das machen sie gerne. Und nur 7% der Studierenden meinten doch, das stellt für sie ein Problem dar. Also man kann sagen, wirklich der Großteil der Studierenden ist eigentlich schon absolut gewohnt, die eigenen Endgeräte auch für den Unterricht zu nutzen und mitzubringen. In den letzten 5 bis 7 Jahren sind eigentlich einige Services rund ums Thema Mobile Learning etabliert worden. Und angefangen hat das Ganze mit etwas, was man jetzt noch nicht direkt als Mobile Learning bezeichnen würde, nämlich mit der Anschaffung unseres sogenannten fliegenden Klassenzimmers. Zu dem Zeitpunkt wurden Laptop-Klassen angeschafft, also Koffer mit Laptops drinnen, die wirklich in den Geräteverleih gegeben wurden. Und das war ein sehr wichtiger Schritt, dass man jetzt wirklich flexibler, also ortsunabhängiger solche Lernszenarien ausprobieren konnte, weil die Geräte an die Studierenden verliehen wurden, an die Studierenden und die Lehrveranstaltungsleiter und Leiterinnen. Der nächste logische Schritt danach war, wie die Tablets eingeführt, also wie immer mehr Tablets auf den Markt gekommen sind, dass wir unsere Flips angeschafft haben. Das sind unsere fliegenden iPad-Klassen. Gleiches Szenario, wie wir es bei den fliegenden Klassenzimmern mit Laptops hatten. Wir haben große Koffer im Verleih, in denen sich eine Anzahl an iPads befindet, die verborgt werden und für den Unterricht eingesetzt werden können. Und ja, natürlich, weil zu dem ganzen Thema mobile Endgeräte auch vor allem das Thema Mobiltelefone dazugehört, wurde recht lange darüber diskutiert, ob auch Mobiltelefone in den Verleih hinein sollen oder nicht. Die Diskussion hat sich ein bisschen überholt. Wir in Innsbruck sind nie dazu übergegangen, wirklich Mobiltelefone zu kaufen, die an Studierende verliehen werden. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass es erstens rasant gegangen ist, dass wirklich jeder Studierende sein persönliches Mobiltelefon besitzt mittlerweile. Und auch, dass es als etwas wirklich sehr Persönliches betrachtet wird. Also eigentlich möchten die Studierenden gar nicht Mobiltelefon ausgeborgt haben von jemand anderem. Diese Sache mit dem Verleih von Mobiltelefonen war auch Thema, weil es darum ging, wer trägt eben die Kosten für Daten, Up- und Download, wenn man solche Endgeräte nutzen möchte im Unterricht. Aber wie schon vorab erwähnt, durch den Ausbau vom WLAN ist die Frage ebenfalls eigentlich nicht mehr wirklich in der Diskussion. Dafür tun sich andere Probleme oder interessante technische Aufgabenstellungen auf, wie zum Beispiel, wie gut funktionieren die WLANs wirklich? Also wie funktioniert das System oder wie reagiert das System, wenn sich 300 Studierende gleichzeitig einloggen, wie es zum Beispiel bei einem Audience Response System bei der Beantwortung einer Frage ist? Geht das nicht? Gibt es technische Probleme? Ich möchte eigentlich auf 3 Aspekte besonders hinweisen, wenn es um das Thema Services, Anwendungen und Ähnliches geht beim Bereich Mobile Learning. Nach wie vor sind Lernmanagementsysteme sehr wichtig für die Distribution der Lernmaterialien. Diese Systeme sind mittlerweile weitestgehend fit für das mobile Arbeiten. Also es wurden viele Verbesserungen vorgenommen hinsichtlich Responsive Design. Es wurden viele Verbesserungen vorgenommen, dass nicht die gesamten Daten, die sich in so einem System befinden, auf einmal heruntergeladen werden, sondern eben nur der Teil, der benötigt wird für
aktuelle Lernen und Lehren. Als zweites möchte ich den Bereich Audio-Video besonders nennen. Das Thema ist ein sehr wichtiges, wenn ich mich mit mobilem Lernen auseinandersetze, denn als Beispiel ein Video bietet mir viel mehr Möglichkeiten, schnell Inhalte zu transportieren. Viel schneller, als wenn ein vergleichbarer Text zum Beispiel gelesen werden sollte. Die Uni Innsbruck hat also die letzten Jahre recht viel in das Thema Videoproduktion, auch in das Thema Audioproduktion investiert. Zum Beispiel wurden verschiedene Räume ausgestattet, die es jetzt Vortragenden ermöglichen, sich weitestgehend selbst aufzuzeichnen und die Videoproduktion oder die Audioproduktion im Nachgang weitestgehend automatisiert abläuft. Als drittes sehr gelungenes Beispiel möchte ich hinweisen auf unser neues Audience Response System an der Universität. Es ist interessant, wie gut das System angenommen wurde. Die Studierenden beantworten Fragen live im Unterricht mit ihrem mobilen Endgerät, mit dem Handy, mit dem Laptop, mit dem Tablet, also ist relativ unabhängig davon. Und so ein System konnte in Wahrheit erst jetzt wirklich eingeführt werden, denn die Jahre zuvor gab es für diese Art von Funktionalität eigentlich nur recht teure Klickersysteme, die dann auch nicht wirklich mobil verteilt werden konnten. Also die Geräte waren entweder in den Räumen eingebaut oder man hat einen Service gebraucht, der diese Geräte jeweils aufgebaut hat und wieder mitgenommen hat, also relativ kompliziert vom Handling. Während jetzt eben das eigene Telefon hat praktisch jeder Studierende mit und jetzt kann im Unterricht abgestimmt werden. Das verändert natürlich auch die Didaktik, das verändert die Lehre, das verändert, wie Lehrveranstaltungen gestaltet werden und ich finde das relativ spannend. Wenn man mich fragt, wohin sich dieses Mobile Learning entwickeln wird, kann ich sagen, wahrscheinlich wird dieses Schlagwort Seamless Learning immer stärker werden. Also dieses Seamless Learning, das für nahtloses Lernen steht, bedeutet, dass ich jederzeit ortsunabhängig lernen kann. Aber im Unterschied zu der gleichen Begriffsdefinition, die wir ja auch beim Mobile Learning schon hatten, ist diese Abgrenzung nicht mehr so deutlich, dass ich jetzt lerne, das heißt, ich bin jetzt online und dann wieder, eben ich steige in den Bus ein, dieses Beispiel, aufhöre zu lernen, sondern man ist mehr oder weniger jederzeit online verfügbar. Man kann jederzeit kommunizieren, man tauscht sich jederzeit aus. Gerade die Jugend von heute ist viel aktiver, was diesen Austausch betrifft. Für die ist es viel normaler, dass sie tatsächlich vernetzt sind, auch untereinander mit dem Internet vernetzt sind und das laufend. Und ich finde diese Entwicklung grundsätzlich positiv. Natürlich muss man sich mit den negativen Aspekten auch beschäftigen oder den gegebenenfalls problematischen Aspekten. Ich sage hier jetzt nur Datensicherheit als ein Schlagwort von dieser Generation Selfie. Andererseits ist es so spannend, was da passiert, denn dieses Teilen und dieses Kommunizieren und diese Möglichkeiten, wie jetzt Wissen gemeinsam generiert wird, die hatten wir noch nie. Also ich denke, dieser mobile Zugang, diese Verschmelzung von formalem Lernen und informellem Lernen, die wir gerade stark beobachten, das wird die Lehre und das Lernen, unser ganzes Verhalten, wie wir mit Wissen umgehen, auch die nächsten Jahre oder Jahrzehnte massiv beeinflussen. Und insofern muss ich sagen, ich denke, dass mobiles Lernen oder Mobile Learning einen wichtigen Beitrag zu dem Ganzen leisten kann. Und auch wenn jetzt der Begriff vielleicht schon 10 Jahre alt ist, das Thema ist nach wie vor ein wichtiges. Die Endgeräte haben sich ein wenig geändert, werden nach wie vor besser, werden schneller, werden effektiver und effizienter. Aber die Themen, wie bereite ich das Material auf, damit ich es über diese Endgeräte transportieren kann? Und zusätzlich, wie kann ich das Potenzial nutzen, das durch diese neue Art der Kommunikation vorhanden ist? Das ist ein Thema, mit dem wir uns auch die nächsten Jahre beschäftigen werden.